Rund 29.000 Besucher kommen jedes Jahr zur Familien- und Gesundheitsmesse nach Klagenfurt. Auf ca. 33.000 Quadratmetern kann man hier vieles über Familie, Kunst und Hobbys erfahren. Was sich die Kärntnerinnen und Kärntner von der Messe erwarten und wie sie sich selbst gesund halten, das fragen wir jetzt ganz spontan am Messegelände in Klagenfurt nach. Grüß Gott, eine Frage, was erwarten Sie sich denn von Ihrem Besuch der Familien- und Gesundheitsmesse? Ja, eigentlich Weihnachtsgeschenke eventuell oder einfach gesunde Sachen, sagen wir so. Gell? Ich erwarte mir einiges auf gesundheitlichen Basis, was man alles machen kann, was man alles für Möglichkeiten hat. Diese ganzen Gesunduntersuchungen, die hat man ja auch nicht so die Möglichkeit. Ich finde, die Messe ist ganz, ganz was Tolles und auch, es wird sehr viel geboten, auch für die Kinder und für alles. Ich finde das ganz super. Ich lasse mich einfach nur einmal überraschen. Keine extra Erwartung oder sonstige, einfach nur einmal schauen. Dass ich viel Informationen kriege und ganz neue Sachen entdecke, was ich noch nicht kenne. Ja. Wie halten Sie sich denn selber gesund? Eigentlich noch ein bisschen weniger, aber jetzt bin ich dann schon angefangen, ein bisschen mehr Dings. Und wie? Ja, mit mehr Sport und so weiter. Mit Bewegung. Mit gesunder Ernährung, mit Bewegung, frischer Luft und Seelenhygiene. Wie kann man sich die Seelenhygiene vorstellen? Ruhige Minuten, die einem nur alleine gehören. Das ist einfach fein. Ein bisschen mit Arbeiten vor allen Dingen und sonst halt wenig. Also man müsste mehr tun dafür. Ja gut, der Hausgebrannte, das ist natürlich ein Schweinsbrot, ein Bockhändel, das sind alles lauter gute Sachen. Wenn man das hat, dann lebt man gesund. Also mit dem Bockhändel und dem Schweinsbraten sind Sie gesund unterwegs? Ja, selbstverständlich. Und der Moos und der Schnapsler dazu. Dann passt alles. Dann ist die Welt in Ordnung. Was gehört für Sie denn zu einem harmonischen Familienleben dazu? Gegenseitiges Verstehen. Das ist das Wichtigste. Da kommt es nie zum Streit. Dass die ganze Familie zusammenhaltet. Also Kinder und Schwiegerkinder und alles. Und dass, wenn es knapp wird, dass einfach alle für jeden da sind. Und dass die Eltern vor allem für die Kinder da sind. Zeit miteinander zu verbringen und dem anderen die Freiheit zu geben. Naja, dass man sich vertragt mit alle und alles bespricht und so weiter. Und halt mit den Kindern und Enkelkindern sich unterhaltet. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Gegenseitiges Vertrauen. Und den Kindern, das ist alles zusammenpasst. Auf der Messe kann man ja auch viel über das Wohlfühlen erfahren. Wann fühlen Sie sich denn besonders wohl? Ich fühle mich wohl, wenn ich was tun kann für meinen Körper. Meine Frau schaut, dass man was macht für die Gesundheit. Und da fühlen wir uns wohl. Eigentlich daheim, also Kerzen anzünden und so weiter. Ich fühle mich besonders wohl im Herbst, wenn der Nebel ist. Das ist für mich irgendwie eine Zeit, die ich gern habe. Da gehört Sonne dazu, einfach angenehme Atmosphäre, nette Leute. Das ist für mich Wohlfühlen. Ja, man hat gesagt, Sonne zurzeit ist es sehr, sehr schlimm. Also das ist einmal das Erste, einfach bewegen in der frischen Luft, in der Sonne, das ist das Wichtigste. Brauchtum im Advent ist ja auch ein Thema auf der Messe. Was gehört für Sie zum Advent dazu? Advent, das ist alles, was ist von Kirchengehen angefangen. Das ist so wichtig. Und auch mit den Kindern alles machen, was Advent was ist, bis Weihnachten alles. Ja, die stille Zeit einfach. Gell? Einfach alles, also keine Hektik sollte aufkommen. Einmal der Adventkranz, fängt es einmal an, dann der Krampusumzug und Nikolaus eben, Krampus-Nikolaus und dann die Rorate-Messen, die jede Woche sind und die Adventsingen, das gehört eigentlich dazu zum Advent. Adventkranz, Keks, Kletzenbrot, ein Christmeten, ein Weihnachtsmarkt, ein Christbaum und das Christkindl natürlich. Das ist nicht so meins. Ich schaue es mir gern an, aber selber mache ich da nicht so viel. Warum nicht? Weiß nicht. Kann ich nicht sagen. Also ich halte es traditionell mit einem Adventkranz. Ich halte auch nicht viel von dem Schmuck, den man schon im November aufhängt.
Also jeden Sonntag eine Kerze mehr anzünden, das ist für mich Advent. Ja, was weiß ich, Advent singen, Weihnachtsmärkte, Lichterketten, alles das, was vor Weihnachten halt immer gemacht wird eigentlich. Gell? Was ich in Klagenfurt, wird ja viel gemacht. Übrigens lassen sich die beiden großen Themen der Messe, Familie und Gesundheit, ganz schnell miteinander verbinden. Schnappen Sie sich einfach Ihre Familie und machen Sie doch gemeinsam Sport. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder ganz spontan nach Ihrer Meinung frage.